du würdest jetzt gerne ein bisschen was über den Flohmarkt wissen. Okay. Also den Flohmarkt haben wir ja nun schon im 8. Jahr. 16. Flohmarkt ist es diesmal. Und wie man immer wieder sieht, gibt es eben sehr viele Leute, die kommen, die sehr interessiert sind, sowohl zu verkaufen als auch zu kaufen. Die Leute kommen zum Essen, zum Trinken, bei der Bar. Wir bieten Würstchen, selbstgebackene Kuchen, Salate. Dieses Mal das erste Mal Tapas und auch Flammkuchen an. Die Leute werden versorgt mit Getränken, Kaffee. Haben wir sogar einen Sponsor. Für Sponsoren sind wir natürlich immer offen. Der Spaß ist immer wieder da. Wir sehen das immer daran, dass die Leute schon Wochen, Monate vorher anfragen. Wir hatten am Anfang 30 Tische, jetzt haben wir fast 200. Wie gesagt, es ist mehr als nur ein Flohmarkt, es ist ein Social Event. Die Einnahmen von den Tischgebühren und vom Verkauf aus der Bar, die gehen zu 100% an die Schule. Für Projekte, die speziell von den Schülern oder Lehrern an uns herangetragen werden, Beamer zum Teil, Mobiliar, was mal irgendwie ein bisschen zerbricht, extra Bücher. Jeder, der hier mitmachen will, ist auch herzlich willkommen, sowohl im Team, vorher in der Vorbereitung und am Tag wie heute. Meistens finden sich auch spontane Helfer, die dann hinterher noch den Müll einsammeln. Ich bin Anna von Baswitz-Pape. Ich gehöre mit zum Organisationsteam. Wir bedanken uns bei allen Leuten, die mit viel oder wenig Hilfe es immer wieder möglich machen, dass dieser Flohmarkt stattfinden kann.